Mindener Tageblatt. Das ist nämlich genau die Säge, von der ich vorhin gesprochen habe, an der ich quasi ausgebildet wurde. In langen, quälenden Stunden auf einem Dachboden in der Nähe von Hannover. In langen, quälenden Sommerstunden. Schön, so wie jetzt, Dachboden. 40 Grad. Und dann heißt es, nimm mal dieses Brett und säg ein Müh ab. Genau. Und dann geht Schnake hin und sägt ein Müh ab. Und wir reden jetzt tatsächlich davon, dass ich mit dieser Kreissäge, ein Müh heißt in dem Fall ein halbes Sägeblatt. Ja. Damit es passt. Nochmal ein bisschen dran reingeschraubt. Ich hatte irre Spaß. Ich habe da viele Stunden verbracht auf diesem Dachboden. Hatte viel Spaß. Und ich habe tatsächlich halt Kreissäge gelernt. Ja. Und wenn du mal was gesägt haben möchtest, sag ich Bescheid. Ich bin sofort da. Ja. Ich hab's. Aber auch mit der Taucherbrille wunderschön. Also ja, das wird mir... Adäquater Ersatz zu einer Sicherheitsbrille. Darüber wird ja immer gern gelächelt, aber ich bin gern, wir hatten das Thema auch kürzlich, gern vorbereitet. Ich habe im Grunde immer irgendwo Handschuhe rumliegen. Und Taucherbrillen. Ich habe 10 Jahre, ich weiß nicht warum, ich bin 10 Jahre ungefähr jedes Wochenende zu Umzügen eingeladen worden. Da tauche ich dann immer auf und das Erste, was ich mache, ist, ich habe Arbeitshandschuhe dabei. Dann wird mir erstmal belächelt. Aber sobald dann der Kühlschrank dran ist oder die Waschmaschine oder die Froste, stehen alle hinter dir und gucken, verdammt, der hat Handschuhe, die Sau. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Ja, ich weiß gar nicht, da bin ich irgendwann morgens durch die Bäckerstraße und habe das gesehen und gleich mal fotografiert, weil ich fand das hoch lustig und kreativ. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer da nach welcher Party keine Lust mehr auf diesen Burger hatte, aber ich fand die Idee so super. Ja, und es sieht eigentlich wirklich... Dass ich mal ein Foto davon haben wollte. Und ich warte immer drauf, was ein paar Minden dann noch mit dem Weserspucker machen. Er bietet sich ja eigentlich für alles Mögliche an, wenn man das so sieht. Ja. Ja, ich habe den dann übrigens nicht mehr gegessen, weil Hunger hin oder her. Ich denke mir, was andere in den Fingern hatten. Das musst du nicht mehr. Nein. Das kann ich verstehen. Das wollen wir mal lassen. Das ist eine wirklich schöne Geschichte, an die ich mich gerne erinnere. Das war während der Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Ja, das ist auch immer so krass, wenn es dann so extrem ruhig wird, ne? Ja, das ging, aber lass mich doch vorne anfangen. Also die Idee war, es stellte sich dann raus in meinem Bekanntenkreis, oh, wir haben hier Sonnenfinsternis, das wussten wir ja erst seit 20 Jahren. Und jetzt haben wir alle keine Brille, um uns das anzugucken. Und obwohl ich sonst nicht so ein großer Horter bin, hatte ich tatsächlich zu Hause noch 4 von diesen Brillen rumliegen, von der letzten Sonnenfinsternis, von 1999. Und dann habe ich das einmal gepostet, ich würde mich hier unten auf den kleinen Domhof stellen. Und hätte halt 4 Brillen, eine für mich und wer kommen mag und gucken möchte, kann gucken. Und Glück ist Geschick, ich sammelte da gerade Unterschriften für meine Kandidatur, habe mal ein paar Zettel mitgenommen und es kamen auch reichlich Leute, die dann unterschrieben haben. Also gut für alle Beteiligten, Win-Win-Win-Situation. Und dann passierte was außerordentlich freundlich ist. Dann kam der Gerrit Wittler vom Dom, kam auf den Platz. Und fragte ich würde mal sagen, das waren da im Moment so 10 Leute, fragte uns als Gruppe, habt ihr nicht Lust, mit auf den Dom zu kommen und euch das ganze Spektakel von da oben anzugucken? Und genau das haben wir dann gemacht. Genial. Und das macht man, glaube ich, wenn überhaupt jemals, dann auch nur einmal im Leben. Also Sonnenfinsternis auf dem Mindener Dom war ein ganz tolles Erlebnis. So, dann ich mal wieder. Das hier. Ach. Das war ein ganz großer Spaß, an den ich sehr, sehr gern zurückdenke. Das war, jetzt muss ich überlegen, Weserdrachencup 2013. Mhm. Das ist das sogenannte Mischgemüseboot. Und das ist auch tatsächlich, das ist genauso entstanden. Also da sind Leute übers Gelände gelaufen, weil ihnen auffiel, beim Mediencup fehlt uns ein Boot. Und dann wurde praktisch jeder eingesammelt, der gerade da war. Also diese Truppe. Der Lust hatte. Nicht mal das. Jeder, der da war, nicht gefragt. Lust war irrelevant. Okay. Die brauchten Leute, du und du, kommt jetzt mit. Und ihr müsst in ein Boot, egal ob ihr jemals in einem gesessen habt, ob ihr jemals mitgemacht habt bei sowas. Lust war auch egal. Nein, alle mal in ein Boot. Also es war tatsächlich Mischgemüse, die hatten noch nie miteinander trainiert. Einige haben noch nie ein Drachenboot gefahren. Und dann sind wir losgefahren. Und das wirklich, wirklich Schöne an der Geschichte ist, dass wir dann Platz 8 gemacht haben. Von 9 und Platz 9 war der jetzt noch amtierende Bürgermeister. mit einem Team, das nach meinen Informationen wochenlang geübt hat. Ja. Ich habe mich sehr amüsiert, was glaube ich auch sichtbar ist, dass ich da gerade sehr viel Spaß hatte. So,
Und dann dieses letzte Foto, das ist relativ jung. Ich glaube, das habe ich vor 2 Wochen gemacht. Ich komme ja aus Schnathorst. Also von... Darf ich zum Berg nicht das falsche Wort benutzen? Ne? Vor oder hinterm Berg? Ja, sensibel. Das kommt immer ja ganz raus. Also ich komme von hinten aus gesehen von der anderen Seite des Berges. Ja. Und da wiederum vom Hof, was man als Jugendlicher nicht so lustig findet. Jetzt mittlerweile, wo die Altersweisheit ausbricht, muss ich sagen, habe ich sehr viel Glück gehabt. Also ich musste zum Beispiel den Begriff Allergie so mit 16, 17 Mal im Wörterbuch nachschlagen, als alle anfingen davon zu reden. Kenne ich gar nicht, habe ich nichts. Da bin ich sehr gesegnet und soweit ich weiß, liegt das auch daran, dass ich halt vom Hof komme. Und das sind die Weihnachtsgänse, die da jetzt schon hochgezogen werden und dann Weihnachten sehr, sehr viel Leuten Freude machen, hoffe ich mal. Gaumenfreude. Ja, die werden dann nicht mehr so viel Spaß haben, aber, Die Leute, das liegt in der Natur des Geschäfts. Ja. In dem Moment waren sie allerdings sehr, sehr glücklich. Also es ist ein ziemlich großes Areal, was man hier sehen kann. Deren Reich geht tatsächlich von hier hinten zu diesem Zaun und dann hier so schräg, ich kann das jetzt nicht schätzen, wie viel Quadratmeter. Die waren alle eher hinten an dem Zaun verteilt. Und sie kamen dann vor. Und ja, ich kam um die Häuserecke, weil ich mal gucken wollte, wie sieht es bei uns hinterm Haus so aus. Ich bin ja nicht ganz so oft. Und kaum sahen die mich, haben die vermutlich Futter gewittert. Und dann kommen plötzlich so 20 schreiende, kreischende Gänse auf dich zu. Das ist schon ein herrlicher Lärm. Ja. Und es war sehr, sehr lustig. Ja, das wollte ich dann mal mitgebracht haben. Ja, das ist auch schön. Ja, vielen Dank, dass du dir das alles angehört hast. Ja, gerne. Bitte.